Teil 1. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Hallo Jörg, hier ist Mama. Du, ich wollte heute noch nach der Arbeit zum Supermarkt, aber mein Geldbeutel ist zu Haus. Wir brauchen Kartoffeln, Zwiebeln, Speck und Butter für das Abendessen und Milch für morgen früh. Sei so lieb und geh nach der Schule kurz zum kleinen Supermarkt um die Ecke. Das Geld liegt auf dem Küchentisch. Danke, mein Schatz. Bis später. Hallo Jörg, hier ist Mama. Du, ich wollte heute noch nach der Arbeit zum Supermarkt, aber mein Geldbeutel ist zu Haus. Wir brauchen Kartoffeln, Zwiebeln, Speck und Butter für das Abendessen und Milch für morgen früh. Sei so lieb und geh nach der Schule kurz zum kleinen Supermarkt um die Ecke. Das Geld liegt auf dem Küchentisch. Danke, mein Schatz. Bis später. Nummer 2. Papa, wo bist du? Warum gehst du nicht ans Telefon? Hör bitte zu. Ich habe starke Bauchschmerzen und mir ist total schlecht. Bin seit einer halben Stunde bei der Schulärztin, aber es wird nicht besser. Kannst du mich bitte abholen? Ruf sofort an, wenn du meine Nachricht hörst. Papa, wo bist du? Warum gehst du nicht ans Telefon? Hör bitte zu. Ich habe starke Bauchschmerzen und mir ist total schlecht. Bin seit einer halben Stunde bei der Schulärztin, aber es wird nicht besser. Kannst du mich bitte abholen? Ruf sofort an, wenn du meine Nachricht hörst. Nummer 3. Mama, wenn du meine Nachricht hörst, ruf mich bitte zu Hause an. Ich suche den Tee und den Honig, denn mein Hals tut sehr weh. Oder soll ich vielleicht heiße Zitrone trinken? Haben im Kühlschrank noch 2 Zitronen. Wie machst du das eigentlich? Komm bitte bald und bring Hustenbonbons aus der Apotheke mit. Mama, wenn du meine Nachricht hörst, ruf mich bitte zu Hause an. Ich suche den Tee und den Honig, denn mein Hals tut sehr weh. Oder soll ich vielleicht heiße Zitrone trinken? Haben im Kühlschrank noch 2 Zitronen. Wie machst du das eigentlich? Komm bitte bald und bring Hustenbonbons aus der Apotheke mit. Nummer 4. Hallo Nadine, hier ist die Nicole. Hör zu, es tut mir wirklich leid, aber ich kann erst um 6 Uhr bei dir sein, früher nicht. Meine Eltern sind immer noch im Supermarkt und ich muss auf meinen kleinen Bruder aufpassen. Jetzt ist es 5:30. Also, wir sehen uns dann später. Tschüss! Hallo Nadine, hier ist die Nicole. Hör zu, es tut mir wirklich leid, aber ich kann erst um 6 Uhr bei dir sein, früher nicht. Meine Eltern sind immer noch im Supermarkt und ich muss auf meinen kleinen Bruder aufpassen. Jetzt ist es 5:30. Also, wir sehen uns dann später. Tschüss! Nummer 5. Hi Peter, Bernd am Apparat. Ich will dir nochmal beschreiben, wie du zu meiner Party im Jugendclub kommst. Also, du nimmst zuerst den Bus, Linie 11, und steigst am Ostbahnhof aus. Dann musst du noch 5 Minuten laufen. Der Jugendclub ist in der Friedrichstraße 5. Ach ja, die Party ist natürlich am Samstag, den 9. Mai. Bis dann! Hi Peter, Bernd am Apparat.
Ich will dir nochmal beschreiben, wie du zu meiner Party im Jugendclub kommst. Also, du nimmst zuerst den Bus, Linie 11, und steigst am Ostbahnhof aus. Dann musst du noch 5 Minuten laufen. Der Jugendclub ist in der Friedrichstraße 5. Ach ja, die Party ist natürlich am Samstag, den 9. Mai. Bis dann! Nummer 6. Hallo Tante Johanna, hier spricht Tanja. Hörst du mich gut? Ich wünsche dir alles Gute zu deinem 85. Geburtstag. Leider können wir heute nicht bei dir sein, denn ich muss für den Mathe-Test am Freitag lernen. Wir besuchen dich aber am Samstag. Ich hoffe, du feierst schön. Hallo Tante Johanna, hier spricht Tanja. Hörst du mich gut? Ich wünsche dir alles Gute zu deinem 85. Geburtstag. Leider können wir heute nicht bei dir sein, denn ich muss für den Mathe-Test am Freitag lernen. Wir besuchen dich aber am Samstag. Ich hoffe, du feierst schön. Teil 2. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal. Nummer 7. Frau Katrin Gundlach, angekommen aus Berlin. Bitte kommen Sie zu Informationsschalter in der Halle C. Achtung, Frau aus Berlin, bitte komme zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C. Nummer 8. Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen an Bord des Intercity Express 987 nach Frankfurt. Eine wichtige Information. Am nächsten Bahnhof müssen wir anhalten. Es gibt Probleme mit dem Bordcomputer. Bitte wechseln Sie der Zug am nächsten Bahnhof. Nehmen Sie anderen Zug nach Frankfurt. Nummer 9. Achtung! Eine Durchsage für die Gäste des Flugs LH487 nach Rumänien. Bitte kommen Sie zu Ausgang B18 im ersten Stock. Der Ausgang A7 im zweiten Stock ist für die Gäste des Flugs LH478 nach Rom. Ich wiederhole. Passagiere nach Rumänien bitte Ausgang B18. Nummer 10. Liebe Urlauber, wir sind seit den letzten 6 Stunden unterwegs und machen jetzt eine Pause von 2 Stunden. Sie können einen Kaffee trinken, Pommes essen oder das kleine Park direkt am Meer besuchen. Aber bitte, um 14 Uhr fahren wir weiter. Bitte, kommen Sie pünktlich zum Bus. Wir möchten nicht warten. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C? Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Hallo Margit, Bettina hier. Du, ich möchte dich etwas fragen. Kannst du mir die Adresse dieser Website für Computerreparatur schicken? Mein Computer geht schon wieder nicht und ich brauche eine schnelle Reparatur. Danke, ciao. Hallo Margit, Bettina hier. Du, ich möchte dich etwas fragen. Kannst du mir die Adresse dieser Website für Computerreparatur schicken? Mein Computer geht schon wieder nicht und ich brauche eine schnelle Reparatur. Danke, ciao. Nummer 12.
Hallo Dietmar, Laura hier. Du, ich habe 2 Konzertkarten für Samstagabend. Kommst du mit? Das Konzert fängt um 8:30 an. Wir können zuerst zusammen etwas essen und dann ins Konzert gehen. Was meinst du? Ruf mich mal an. Tschüss. Hallo Dietmar, Laura hier. Du, ich habe 2 Konzertkarten für Samstagabend. Kommst du mit? Das Konzert fängt um 8:30 an. Wir können zuerst zusammen etwas essen und dann ins Konzert gehen. Was meinst du? Ruf mich mal an. Tschüss. Nummer 13. Guten Tag. Sie sind mit der Zahnarztpraxis Lehnart verbunden. Unsere Praxis ist vom 12. April bis zum 18. April geschlossen. Am 19. April haben wir ab 9 Uhr wieder geöffnet. Guten Tag. Sie sind mit der Zahnarztpraxis Lehnart verbunden. Unsere Praxis ist vom 12. April bis zum 18. April geschlossen. Am 19. April haben wir ab 9 Uhr wieder geöffnet. Nummer 14. Guten Tag, Herr Brenner. Ihr Auto ist fertig. Sie können Ihr Auto morgen zwischen 9 und 18 Uhr abholen. Heute haben wir nur bis 13 Uhr geöffnet. Auf Wiederhören. Guten Tag, Herr Brenner. Ihr Auto ist fertig. Sie können Ihr Auto morgen zwischen 9 und 18 Uhr abholen. Heute haben wir nur bis 13 Uhr geöffnet. Auf Wiederhören. Nummer 15. Hallo Karl, hier ist Peter. Ich kann heute Abend leider nicht zu dir kommen. Schade. Ich habe Fieber und Halsschmerzen. Hoffentlich geht es mir morgen wieder besser. Ich rufe dich morgen nochmal an. Tschüss. Hallo Karl, hier ist Peter. Ich kann heute Abend leider nicht zu dir kommen. Schade. Ich habe Fieber und Halsschmerzen. Hoffentlich geht es mir morgen wieder besser. Ich rufe dich morgen nochmal an. Tschüss.